Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, fünf Dinge, die ich in WoW Classic vermissen werde. Ja, es gibt tatsächlich Dinge, die wir im Sommer auf den WoW Classic Servern nicht haben werden. Ja, momentan sehen wir sehr viele Videos, die WoW Classic in den Himmel loben, wie toll es doch damals war. Und ja, wir werden quasi zurückversetzt in diese legendäre Phase von WoW Vanilla. Und wir dürfen das alles nochmal erleben und das wird auch toll, aber wie gesagt, ich möchte einfach im heutigen Video mal ein paar Sachen ansprechen, die einfach ja nicht vorhanden sein werden in WoW Classic, ja, die in späteren Erweiterungen gekommen sind und die ich persönlich vermissen werde. Da gibt es schon einige Dinge, ja, das hätte ich auch gar nicht so vermutet, als ich dann vor ein paar Jahren das erste Mal auf einem Vanilla-Privatserver wieder angefangen habe. Da habe ich mich auch gewundert über die ein oder anderen Dinge, die eben nicht in-game waren. Und damit ihr quasi euch darauf vorbereiten könnt, jetzt fünf Dinge, die im Sommer nicht auf den WoW Classic Servern vorhanden sein werden. Arena. Wie gesagt, ich war der absolute PvP-Fanatiker in WoW immer. Ich habe sehr viel PvP gemacht, World PvP, BG PvP auch natürlich am Anfang. Aber dann mit Burning Crusade sehr, sehr viel Arena PvP. Und in Vanilla werden wir wahrscheinlich keine Arena haben. Und das finde ich als Competitive PvP-Spieler sehr, sehr schade einfach, weil für mich die Arena einfach immer so ein Ort war, wo man wirklich, ja, wirklich mal schauen könnte, wie gut jemand einfach war. Ja, man hatte einfach die perfekten, gleichberechtigten Voraussetzungen. Man konnte in verschiedenen Teams gegeneinander antreten und einfach schauen, welches Team das stärkere ist am Ende. Und das fand ich am Arena-PvP immer so interessant. Während man ja im Ranking-System, im Ehresystem, in Vanilla quasi einfach nur sehr, sehr viel spielen muss. Klar, man muss natürlich auch, wenn man mit seiner Stammgruppe erfolgreich sein will, auch sehr gut PvP spielen. Das will ich auch gar nicht den Leuten absprechen. Aber wie gesagt, das Ranking in Vanilla ist, finde ich, das Ehresystem generell, ist einfach schon sehr, sehr zeitintensiv, ja. Und da fand ich es dann immer in Burning Crusade sehr angenehm, dass man eben auch noch die Arena hatte. Und dann auch zwischendurch mal so ein, zwei Matches einfach machen konnte und da eben sein Rating hochpushen konnte. Ja, und jetzt kommt mir nicht mit, die Gurubashi-Arena wird es aber geben. Ja, natürlich. Und ich glaube, da ist dann vielleicht auch mal die Idee für die Arena irgendwann mal entstanden. Und wir werden vielleicht auch mit unseren Gilden da das ein oder andere Arena-Turnier veranstalten in der Arena. Ja, wenn das möglich sein wird. Wenn uns da nicht 100.000 Leute bei stören werden. Aber natürlich ist es was völlig anderes, ob man ein Armory hat, ob man eine Ladder hat, richtig, wo man schauen kann, okay, an welcher Stelle ist man, ob man einen Gladi-Titel bekommt und so weiter. Und das würde ich schon cool finden. Wie gesagt, wenn Blizzard vielleicht sowas noch bringen würde, sie werden es auf gar keinen Fall am Anfang bringen. Das würde einfach viel zu viel Risiko für Blizzard bedeuten. Ne, die wollen erstmal schauen, ob WoW Classic überhaupt ein Erfolg wird. Und wie gesagt, vielleicht kommt es am Ende von WoW Classic, ich denke, aber es wird dann wahrscheinlich erst im Zuge von neuem Content kommen oder halt dann eben, wenn man Burning Crusade noch bringt, dann erst in Burning Crusade. Ja, das finde ich sehr schade und ist, wie gesagt, für mich als PvP-Spieler einfach etwas, was ich ja doch schon so ein bisschen schmerzlich vermissen werde in WoW Classic. Ja, wir schnacken nicht lange rum und machen direkt weiter mit dem zweiten Punkt. Das PvP-Gameplay ist mir zu einseitig in Vanilla. Ich werde die langen PvP-Kämpfe vermissen. Ja, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch an. Wir werden auch gleich noch zu ein paar PvE-Punkten kommen. Wie gesagt, ich bin der absolute PvP-Fanatiker immer gewesen, deswegen sind mir diese Geschichten einfach wichtig. Und ich finde schon, dass man sagen kann, obwohl das PvP in Vanilla auf jeden Fall Spaß macht, ja, es ist abwechslungsreich, es ist dynamisch, es ist ja, interessant auf jeden Fall, es macht Bock, aber ich finde, es ist zum Teil wirklich sehr einseitig, sehr burstlastig. Ja, man haut dann mit dem entsprechenden Gear manche Gegner einfach aus den Latschen in wenigen Sekunden und in der Art und Weise war das dann in Burning Crusade nicht mehr möglich. Ja, ihr merkt schon, ich habe einfach eine absolute Liebe auch für Burning Crusade. Also für mich war dann auch einfach Burning Crusade wirklich die absolut vollkommenste Version von WoW. Deswegen sind viele von den Dingen, die ich natürlich heute anspreche, aus Burning Crusade vor allem. Danach ging es dann eigentlich eher bergab. Genau, aber ich fand einfach, dass das PvP in Vanilla ein Stück weit zu burstlastig, ja. Also man hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Und wie gesagt, in Burning Crusade kam dann eben halt die Veränderung, dass die Spieler deutlich mehr HP haben. Und was einfach dazu geführt hat, dass auch World-PvP-Kämpfe
deutlich länger gedauert hatten. Ja, also man konnte sich immer mal wieder hochheilen, hochregen und so weiter. Und im Vanilla-PvP, wie gesagt, ist die ganze Geschichte sehr burstlastig. Gerade auch, wenn wir dann das Gear so Akku-Nax-Level erreichen, dann kann ein Mage euch one-hitten. Ja, auch Schurken können euch one-hitten zum Teil. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Ich werde mich da schon ein bisschen mit arrangieren können. Unter anderem, indem ich jetzt zum Beispiel auch von dem Rogue, der auch sehr burst-intensiv ist, auf den Mage gewechselt bin, der auch sehr viel Burst hat, theoretisch gesehen, aber sich noch so ein bisschen dynamischer spielt, finde ich, weil er auch mal kiten kann, auch mal defensiv spielen kann und auch mal so das ja, Terrain für sich nutzen kann, da ich mein PvP. Aber generell, wie gesagt, fand ich einfach so dieses PvP-Feeling in Burning Crusade immer noch ein Ticken angenehmer. Und das werde ich auf lange Sicht halt einfach schon vermissen. Ja, also diese wirklich sehr, sehr langen, epischen PvP-Kämpfe, die wird man in Vanilla halt auch haben, aber halt nicht so lang und nicht so mega intensiv. Und auch was so manche Fähigkeiten angeht, die dann quasi in Burning Crusade noch dazugekommen sind, fand ich das PvP dann einfach noch ein Stück interessanter. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass der PvP in irgendeiner Art und Weise schlecht wird in Vanilla. Nur ich fand es einfach ein bisschen zu einseitig und auch ein bisschen zu beschränkt auf gewisse Klassen, die einfach sehr stark sind im PvP. Also in späteren Erweiterungen wurden dann wirklich verschiedene Klassen auch und verschiedene Talentbäume noch ein bisschen verändert und gebufft. Und ja, dann hat mir dann im Burning Crusade das PvP einfach vom Gameplay her noch ein bisschen besser gefallen. Ja, der dritte Punkt ist die 25-Mann-Raids oder sind die 25-Mann-Raids. Ich weiß, viele PvE-Spieler werden mich verfluchen. Sie werden sagen, endlich haben wir wieder die 40-Mann-Raids, wo alles noch so schön war. Und ja, ich finde die 40-Mann-Raids auch cool. Ich finde es auch cool, wenn man sich mit einer großen Anzahl von Spielern zusammentun muss und gemeinsam was bewegen kann, gemeinsam Worldbosse killt, gemeinsam diese riesige Gilde dann auch irgendwie organisieren muss. Ich finde aber irgendwie, 25 Spieler hätten es auch getan. Also wie gesagt, auch ein weiteres Burning Crusade Feature. Ich fand einfach in einem 25er Mann Raid, ja, hat man sich einfach noch mehr zusammengeschweißt irgendwie. Und es war einfach die perfekte Größe. Ich finde, in 40 Mann Raids ist es einfach manchmal so, dass dann wirklich auch manche Dinge untergehen, dass einfach zu viel Gezirge ist, einfach zu viele Leute rumjumpen und zu wenig Verantwortung eventuell auch auf dem einzelnen Individuum liegt. Ja, weil einfach zu viele Spieler da rumeiern. Da haben mir persönlich einfach die 25 dann besser gefallen. Das muss aber gar nicht so bedeuten, dass es jetzt irgendwie schlecht wird. Deswegen, wie gesagt, das ist auch einfach nur eine persönliche Entscheidung. Und ich habe auch in Burning Crusade gar nicht so mega viel geradet. Sage ich ja auch immer oft. Aber ich habe, wie gesagt, bei meinem Kumpel immer zugeschaut, der da sehr viel geradet hat. Und da fand ich das einfach immer ideal mit 25 Mann. Ich weiß nicht, ich habe da auch dann immer zugehört im Voice und so weiter. Und das war einfach, finde ich, ja, noch eine überschaubare Masse einfach. Und die 40 finde ich ein bisschen too much. Trotzdem freue ich mich natürlich auch aufs PvE in WoW Classic. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich die Raid-Größe von 25 Mann auch in WoW Classic einführen. Ja, und wenn wir hier schon von PvE sprechen, im vierten Punkt möchte ich dann auf jeden Fall die PvE-Klassenbalance ansprechen. Ja, hier wird mir einfach fehlen, dass wir hier so ein bisschen die Dynamik im PvE halt eben auch nicht haben. Wir haben eigentlich den Krieger als einzigen wirklichen sinnvollen Tank in Vanilla. In Burning Crusade, wie gesagt, ist dann mit dem entsprechenden Gear noch der Paladin dazugekommen. Und auch der Druide konnte eigentlich in Burning Crusade schon relativ anständig tanken. Bei manchen Encountern konnte er sogar deutlich besser tanken als der Krieger. Diese Entwicklung fand ich auch, und es betrifft nicht nur die Tank-Rolle in dem Fall, auch die Damage-Rolle zum Beispiel bei einigen Rollen, wie zum Beispiel der Ele-Schamane oder der Eulen-Druide und solche Geschichten oder auch der Retri-Paladin. Ich fand es einfach cooler, dass man da noch eine größere Auswahl hatte in Burning Crusade. Wie gesagt, das soll sich gar nicht so auf Burning Crusade immer beschränken, aber da sind einfach meiner Meinung nach die coolsten ja, Verbesserungen dazugekommen zum Spiel. Ich fand es einfach irgendwie ein bisschen chilliger, dass man dann irgendwie im Raid einfach noch eine größere Dynamik und noch eine größere Vielfalt an Klassen einfach im Raid drin hat. Das fand ich einfach angenehm und schön. Und wie gesagt, auch wieder an der Stelle, deswegen wird irgendwie Vanilla nicht schlecht oder schlechter. Nur ich würde es mir wirklich wünschen, dass man auch in Vanilla schon einen Retri-Paladin spielen könnte, der so ein bisschen mehr machen kann im Raid, ja, oder eine Eule oder einen Ele-Schaman, dass man so diese Einseitigkeit da schon ein bisschen raus hat.
Mir ist aber auf jeden Fall auch bewusst, dass natürlich gerade auch diese Einseitigkeit, diese Polarisierung in Vanilla natürlich auch schon dazu geführt haben, dass Vanilla einfach auch Vanilla war. Ja, darum will ich da auch gar nicht zu sehr euch meine Meinung aufdrängen. Nur ich, wie gesagt, würde mir wünschen, wenn man da vielleicht die ein oder andere Klasse halt so ein bisschen besser noch spielen könnte im PvE. Aber ich denke auch, dass gerade bei solchen elementaren Dingen Blizzard wahrscheinlich nicht eingreifen wird. Kann ich auch verstehen, weil da einfach eventuell der Hate oder auch die Effekte auf das Spiel viel zu groß wären von der Community, weil die Veränderungen vielleicht viel zu krass wären und Vanilla dann halt eben einfach verändern würden. Und solche Änderungen könnte ich mir dann vielleicht, in einer möglichen Fortsetzung von WoW Vanilla vorstellen. Ja, und der fünfte Punkt, den ich vermissen werde in WoW Classic, sind die Quality of Life Changes. Ja, also da fallen einige Dinge drunter, zum Beispiel sehr, sehr wichtige UI-Verbesserungen, die man in dem Burning Crusade Client dann hatte. Also das merkt man einfach, wenn man die beiden Erweiterungen mal spielt, abwechselnd. In Burning Crusade haben sich einfach, da hat sich das Gameplay sehr, sehr flüssiger angefühlt, finde ich. Es sind auch noch einige Tooltip-Verbesserungen hinzugekommen, einige Anzeigen auf den Gegnern zum Beispiel, dass man direkt die Cooldowns und die quasi, wenn ich einen Dot auf den Gegner gemacht habe, habe ich direkt unterm Gegner gesehen, wie lange der noch geht und so weiter. In Vanilla brauchen wir dafür Addons und solche Geschichten. Addons sind einfach nie hundertprozentig genau. Ja, was dazu führt, dass man zum Beispiel auch einen Schurken in Vanilla einfach, finde ich, nicht zu seinem maximalen Potenzial spielen konnte, wenn man für jeden Stun sich immer auf seinen Addon verlassen musste, dass quasi da die Duration genau angezeigt wird. Ja, also wie lange der Stun noch geht. Und erst in Burning Crusade sind dann tatsächlich solche Dinge dazugekommen, dass man direkt auf dem Gegner sieht, okay, der Nierenhieb oder der Kidney Shot, wie auch immer, geht noch 5 Sekunden. Ja, und solche Veränderungen, auch die Gildenbanken zum Beispiel, das finde ich ein sehr wichtiges Feature für die ganze Gildenstruktur. Das lässt sich dadurch einfach viel, viel leichter managen und macht auch einfach viel mehr Spaß, ja, für den Schatzmeister, der dann vielleicht solche Aufgaben übernimmt, wenn man da einfach so eine Transparenz drin hat und nicht irgendjemand auf seinem privaten Account die komplette Gildenbank liegen hat. Und dann auch noch zum Beispiel das Focus-Target-Frame kam auch erst in Burning Crusade, wodurch man dann quasi eben auch noch eine Anzeige hatte, sich noch den Gegner, also sein Fokusziel auch noch quasi visuell auf dem Bildschirm darstellen lassen konnte. Wenn man zum Beispiel dann den Healer drauf gemacht hat in der Arena oder auch im Royal PvP, dann wusste man, okay, der heilt gerade und hatte quasi noch eine extra Anzeige. Kam zum Beispiel auch erst in Burning Crusade. Ja, und diese Quality of Life Changes, dieser fünfte Punkt, den ich genannt habe, ist im Grunde genommen der einzige Punkt von den Punkten, die eventuell sogar noch kommen. Ja, also man weiß noch nicht genau, ob vielleicht sogar eine Gildenbank kommen wird. Man weiß nicht genau, welche Auswirkungen der neue Client auf das Spiel haben wird. Es wird sich, denke ich, mal schon flüssiger anfühlen. Da habe ich auf jeden Fall Hoffnung drin. Und auch, wie gesagt, vielleicht kommt sogar ein Focus Frame. Vielleicht werden wir sogar quasi eine Anzeige haben für unsere Cooldowns, für unsere Stun-Durations auf dem Gegner und so weiter und brauchen dafür dann keine Addons. Generell diese ganze Addon-Thematik ist noch nicht hundertprozentig geklärt von Blizzard und in diesem Punkt gibt es noch Hoffnung. Wie gesagt, das würde ich wirklich schon sehr schade finden, wenn ich quasi für jeden Stun beim Schurken wieder einen Addon brauchen würde, weil es einfach so ein bisschen so diese Verlässlichkeit dann von der Klasse wegnimmt, finde ich. Ja, ich will genau wissen, wie lange mein Stun geht und ich würde gerne auch, dass mir das quasi das Spiel das schon sagt. Und ich dafür keinen Addon brauche. Das wäre sehr, sehr interessant. Ja, das waren meine 5 Punkte. Wie gesagt, die ersten 4 Punkte, also PvP-Arena, das PvP-Gameplay, die 25-Mann-Rates und die PvE-Klassen-Balance. Ich denke nicht, dass wir da maßgebliche Veränderungen bekommen werden von Blizzard. Dafür ist das Risiko viel zu hoch, dass sie da Hate von der Classic-Community bekommen. Kann ich auch verstehen. Da möchten sie sich erstmal einfach ganz langsam an das Thema herantasten, einfach mal gucken, ob Classic überhaupt ein Erfolg wird. Und wie gesagt, ich sage auch immer, bevor man irgendwas ändert, lieber nichts ändern, bevor man jetzt irgendwie das Game komplett wieder für den Arsch macht, ja. Da bin ich dann auch eher für No Changes. Und ja, sagt mir nochmal gerne, ob ich quasi hier einen Punkt genannt habe, wo ihr auch denkt, boah Mensch, wenn das noch kommen würde, das wäre so richtig geil. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder vielleicht habe ich auch noch einen Punkt vergessen, ja, den ihr einfach mega vermissen werdet in Classic. Keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie Flugmount oder so. Könnte ich mir sicherlich den einen oder anderen vorstellen, der das vermissen wird. Wie gesagt, ich bin absolut gegen Flugmounts. Ich habe da keinen Bock drauf, aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein Punkt, den der ein oder andere von euch
vermissen wird. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, das Video hier für euch über die Osterpause, gönnt es euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und wenn ihr bis zum Release von WoW Classic noch nicht genug Content habt, dann könnt ihr auch gerne auch mal auf meinem Twitch-Stream vorbeischauen. Ich streame immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag ab 19 Uhr. Und da machen wir immer ganz entspannte Dungeons und reden über diese ganzen Themen. Und wenn ihr noch eine Gilde sucht für die WoW Classic Server im Sommer, dann könnt ihr auch gerne mal unterm Video hier vorbeischauen. Da habe ich unseren Gilden-Discord verlinkt. Da könnt ihr auch gerne draufkommen und dann vielleicht bei unseren Gilden mitmachen. Wir werden da, wie gesagt, World-PvP-Events machen und viele tolle Community-Geschichten. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.